Und wir sind zurück bei Harveys neuen Augen. Immer noch im Rollenspiel hier. Und irgendwie müssen wir jetzt hier weiterkommen. Vielleicht kann ich mit dem Holzscheit Sir Drogelot niederstrecken. Sei bitte sparsam damit. Ja, das Feuer soll ja noch die ganze Nacht halten. Das funktioniert nicht. Okay. Würfel mal auf Angriff mit stumpfen Waffen, Lilly. Mit Bonus plus 5, weil sich Schnippo nicht wehren kann. Was? Treffer. Und jetzt den Schaden. Oha. Rüstungsklasse. Trefferzonen. Ja, Peter ist verkrüppelt. Stell dir vor, du wirst von ewigen Höllenqualen gepeinigt. Das kriege ich hin. Okay, das bringt mir jetzt hier gerade nichts. Du kannst auch noch morgen hier aufräumen. Leg dich ruhig hin. Für heute hast du genug getan. Na gut, ich spreche nochmal mit Zor. Leg dich ruhig hin, ich passe schon. Ja, ja, gut. NPC. Da. Warum so aufgeregt, Lillegrim? Hast du etwa irgendetwas über unseren Begleiter in Erfahrung gebracht? Psst. Es besteht kein Grund zur Aufregung. Solange wir ganz ruhig bleiben und die Nerven nicht verlieren, sind wir den Kobolden immer einen Schritt voraus. Der Wanderer hat recht. Nichts ist so dringend, dass es nicht bis morgen warten kann. Okay. Mach dir keine Sorgen um das Feuer. Ich bleibe wach, bis das letzte Holz verbrannt ist. Kobolde? Die Kobolde haben den rosaroten Fleck. Okay, das fanden wir schon. Vielleicht hast du recht und wir sollten... Nichts überstürzen. Genau. Spar dir deine Kräfte für die Schlacht, Lillegrim. Ja, das kannten wir auch schon. Shit. Ich geh nochmal zu den Kobolden. Gib dir keine, solange wir nicht angegriffen sind. Das kann ich schon. Okay. An dieser Stelle kommen wir auch keinen Pfifferling weiter. Puh. Wie kann ich jetzt das Feuerholz benutzen? Sicherheitskessel, Lagerfeuer, Petrola. Geheimnisvoller NPC. Du siehst einen großen Zauberkessel. Mach mal einen Wurf auf Ansehen. Du entdeckst ein Sicherheitsventil. Und wie kann ich das jetzt benutzen, das Sicherheitsventil? Du entdeckst ein Sicherheitsventil. Ja, aber wie kann ich das Sicherheitsventil benutzen? Petrola war am Feuer eingenickt. Sieht sie dieses Amulett, das meine geheime Herkunft verrät? Ich weiß nicht. Trägst du es unter der Robe? Schon, aber... Dann nicht. Schade. Okay. Die vermummte Gestalt saß schweigend am Lagerfeuer. Komisch. Ich kann mich gar nicht aus welchem Source... Ich weiß es gerade nicht. Aber, warum denn so aufgeregt? Ach, lass mich raten. Du hast mit dem Koboldkönig gesprochen und jetzt bist du wütend, weil es keine Schlacht geben wird. Freust du dich denn gar nicht, dass ich eine friedliche Alternative zum Kampf gefunden habe? Tja... Aber was willst du dagegen unternehmen? Deine Freunde habe ich längst um den Finger gewickelt. Und solange niemand die Beherrschung verliert, wird das auch so bleiben. Sieh es ein. Ich habe hier alles unter Kontrolle. Und du weißt doch, es gehört sich nicht, die Kontrolle zu verlieren. Also sei eine brave Barbarenkriegerin und leg dich etwas hin.
Sieh es ein. Sieh es ein. Ja. Das Lagerfeuer prasselte atmosphärisch. Wo ist denn nur Ade? Bringt uns nicht weiter. Du siehst, mach mal ein... Du... Ja, aber wenn ich das Sicherheitsventil nicht entdecke, ne? Okay, will nicht darüber... Im Charakter... Druck noch nicht das Feuer so... Ja. Leg dich ruhig hin. Kobolde? Die Kobolde haben den rosa... Ich frage mich... Das kannten wir auch schon. Mach dir keine Sorgen, ich bleibe... Kannte ich auch. Nö. Sieh es an. Dann nochmal zur Koboldklamm. Gib dir keine Mühe. Solange wir nicht an das Kampf... Geh lieber wieder... Hä? Also ich bin gerade massivst überfordert. Ich weiß gerade nicht. Also vielleicht sehe ich gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das ist natürlich möglich. Aber... Mach mal einen Wurf auf. Muss ich? War ja... Nippo ist ja, wohl... Ja. Leg dich ruhig, ich passe schon. Nö, das bringt uns alles gar nix. Die vermummte Gnome aus welch... Sieh es ein. Und hier geht's auch nicht irgendwie an die Seite noch. Es geht hier nur zur Koboldklamm. Ich wache auf und springe mit einem Satz auf den nächsten Baum. Nein, Petrola, du schläfst. Tief und fest. Aber ich murmle Zaubersprüche dabei vor mich hin. Meinetwegen. Hex, Abracadabra, dreimal schwarzer Kater. Bringt mir nix. Du kannst auch noch morgen hier aufräumen. Das kannten wir schon. Für heute. Du versuchst also, mach mal... Bringt auch nix, hatten wir auch schon. Sei bitte sparsam, das Feuer sei ja... Okay. Willen Drache im Charakter noch nicht das Feuer. Auch nicht. Würfeln? Das verdoppelt die Höllenqualen. Ah, das Wunder der Immersion. Das verdoppelt die Höllenqualen. Können wir auch verdreifachen? Würfeln? Das verdoppelt die Höllenqualen. Ah, nee. Gib dir kein, solang das geht. Gib so das. Ach, was war denn das da gerade? Gib dir keine Mühe, solange Nö, wir ich nicht ich könnte irgendwie das geht. Ein Holzscheit benutzen. Gib dir keine, solange wir das gilt. Ne, ich kann hier nichts machen. Das Ding ist auch, ich komme halt nicht aus der Illusion raus. Das hatte ich ja noch nie, dass ich so aufgeschmissen bin. Das gab's ja noch nie. Wir haben hier den geheimnisvollen NPC. Wir haben Petrola. Wir haben den Sicherheitskessel. Wir haben das Lagerfeuer. Wir haben Schnippo. Und wir haben Sir Drogalot. Leg dich ruhig hin, ich passe. Bringt mir die Kobolde, nix. Ich frage mich. Ach, kommt schon. Sieh es ein. Sieh es ein. Ich habe hier alles unter Kontrolle.
Das ist jetzt echt kacke. Wir haben hier aber auch nur Holzscheite. Ausschließlich. Vielleicht hätte ich die nicht sofort einschläfern sollen, also dass die vielleicht noch ein bisschen länger wach sind, dass ich mit denen hätte noch interagieren müssen. Petrola war am... Sieht sie dieses... Ich weiß, trägst du... Schon? Dann nicht. Schade. Petrola, gib mir das Amulett. Du siehst einen großen Zauberkessel. Mach mal einen Wurf auf Ansehen. Du entdeckst ein Sicherheitsventil. Und wie kann ich dieses Sicherheitsventil jetzt benutzen? Hier ist nichts, was Sicherheitsventil heißt. Gar nichts. Nur Sicherheitskessel und Sir Drogelot. Ja, Leute, dann mache ich jetzt an dieser Stelle Schluss. Ich komme hier gerade nicht weiter. Ich denke, ich werde das erste Mal irgendwie Hilfe in Anspruch nehmen müssen. Denn hier sitzen wir gerade fest. Ja, sorry, dieser Part war ein bisschen doof. Blöd gelaufen. Tut mir leid. Bis zum nächsten Part. Ciao.